Hallo zu einem neuen Video vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken in Bayern mit den Themen Yoga, Leben und Gesundheit und damit man sich überhaupt mit dem Leben, mit sich selbst beschäftigen kann, muss man erstmal schauen, was da so los ist in seinem Leben. Und dazu brauchen wir die Augen. Und auch im Yoga sind die Augen wichtig, haben eine wichtige Funktion. Nicht nur, dass man weiß, wo die Yogamatte steht, sondern das Augenpaar, was wir hier sehen, ist eben verbunden mit gewissen Gehirnbereichen. Nun kommen wir mal zur Praxis im Leben, im Alltag. Viele Menschen haben Sehprobleme. Entweder sind sie vielleicht kurzsichtig, weitsichtig, schlechtsichtig, fehlsichtig. Sehen vielleicht so Fliegenschleier, sogenannte Mouche Volante. Manche Menschen schielen oder auch Kinder, wenn es angeboren ist, dann schielt man. Dann gibt es im Alter gerne diesen grauen Star oder der grüne Star, wenn der Augeninnendruck steigt. Und so könnte man die Augen auf vielerlei Art betrachten. Also medizinisch haben wir ganz viele Gründe und Indikationen, ja, auch Yoga zu machen für die Augen. Und da meine ich jetzt nicht mit das sogenannte Augen-Yoga. Das natürlich auch, also man kann dann schon nach oben gucken, nach unten, nach links, nach rechts und kreisende Bewegungen, diagonal. Aber das macht man ja woanders auch schon. Sondern mit den Augen kann man auch viel, viel mehr Übungen machen. Wenn man so ein bisschen Verständnis hat, dann sind die wirklich sehr gut und dann macht man sie auch gerne. Natürlich kann man mit Augen nicht alle Augenerkrankungen behandeln, aber vielerlei, zum Beispiel wenn jemand nicht so gut sieht, kurzsichtig oder weitsichtig und ist noch nicht so alt, dann kann sich das Auge noch verändern und man kann mit Übungen die Sehkraft verbessern oder und dass man die Brillenstärke etwas reduzieren kann. Ja, ist ja auch schon mal was. Gut, was gibt es zu den Augen zu sagen? Also wissenschaftlich, medizinisch wollen wir hier nicht die Augen auseinandernehmen. Die Augäpfel sieht man. Und was haben wir für eine Wichtigkeit der Augen? Nun, die Augen brauchen wir zum Sehen, zur Orientierung im Raum. Und mit den Augen können wir Dinge sehen. Pflanzen, Tiere, Menschen, Berge, die Natur sehen. Und sehen heißt nicht nur, ich sehe, da ist ein Berg, ja, kann die Umrisse wahrnehmen, sondern sehen meint auch im ganzheitlichen Sinne, das kann ich mit ansehen oder das ist ansehnlich, das ist schön zu sehen. Und im Alltag sieht man manchmal gar nicht die schönen Blumen, wenn man von der Arbeit gestresst, erschöpft nach Hause kommt. Wäre doch cool, wenn man erschöpft ist und sieht mit den Augen die schönen Blumen vor dem Haus und erfreut sich und dann hat dann wieder etwas mehr Lebenskraft. Sehen, hingucken ist das Thema. Sein Leben anschauen. So wie wenn man immer an Geldmangel leidet und man dann anschaut, wo geht denn das Geld, was ich verdiene, überhaupt hin? Wenn ich da nicht hingucke, weiß ich es nicht und wundere mich, ärgere mich vielleicht, warum kein Geld da ist. Andere Firmen regen sich auch auf, weil man nicht bezahlt. Und dann sollte man hingucken. Das ist dann nicht ein Loch im Konto, sondern ja, man gibt zu viel aus. Und dieses Hingucken, Hinschauen, Hinsehen ist eben
Ja, nicht immer gut, denn es erzeugt manchmal Schmerz und Dinge, die darauf folgen werden, die man tun sollte. Und da möchten manche Menschen eben nicht hinschauen. Das kann ich nicht mit ansehen, da kann ich nicht mehr hingucken. Und dann drückt man vielleicht beide Augen zu, die Hühneraugen noch mit dazu, dann sind es vier. Ja, auch die Dinge, die man nicht sehen mag, die man bewusst eben nicht sieht, wegguckt oder die Augen verschließt davor, die sind trotzdem noch da. Wenn das Loch im Geldbeutel ist, dann ist, wenn man die Augen zumacht, trotzdem noch das Loch da. Wenn man in sein Inneres nicht hineinschaut, nicht hineinschauen mag, nicht hineinschauen kann, dann sind die Themen immer noch da, trotzdem noch da. Und die kann man nicht wegmachen, indem man die Augen zumacht. Naja, ist ja nicht da. Die Küche ist dreckig, naja, mache ich die Augen zu, hole mir was zu trinken und gehe wieder raus, ist die Küche immer noch dreckig. Und so gilt es, hinzuschauen. Dazu brauchen wir auch diese zwei Augen, nämlich so die feinstofflichen Augen. Wenn man die Augen beübt mit ganzheitlichen energetischen Übungen, dann sieht man plötzlich wieder, was in seinem Leben so los ist, was nicht so gut ausschaut, und dann kann man was tun. Das heißt, die ganzheitlichen Augen, ich nenne es mal so, schauen hinter die Kulissen. Auch in der Politik. Die Politik macht schön farbenfrohes Brimborium und Schauspielerei. Und die richtigen Augen. Katze macht hier Lärm. Ja, Moment. Ja. Und dieser Schuldige. So, diese Schuldige. Ja. Macht hier Lärm und man sieht die Augen, die können ja auch gut gucken. Ja, und auch im Dunkeln, das kann der Mensch nicht so gut. Und ja, so lernt man wieder besser zu sehen, und zwar auf allen Ebenen. Und wenn man es aus yogischer Sicht weit treiben würde oder weit kommen würde, dann sieht man vielleicht sogar oder bestimmt das Karma, was an einem so noch dranhängt, was zu lösen ist. Manche Menschen sehen auch auf einer feinstofflichen Ebene, die können die Aura sehen und was weiß ich noch alles sehen. So könnte man diese Sinne trainieren. Auch diese tierischen Sinne kann man trainieren, also wenn wir haben alle Tiere, alle Wesen, alle Kräfte, alle Fähigkeiten in uns drin. Und wenn man eben diese Fähigkeiten erlernt, im Yoga die Siddhis, dann könnte man bestimmt wie eine Katze oder wie eine Hummel oder wie ein anderes Tier schauen. Und so sieht man plötzlich, was hinter diesen normalen Augen drin steckt. Und viele Menschen eben gucken nicht mehr richtig hin. An den Augen sieht man auch den Geist. In der chinesischen Medizin nennt man den Shen. Die Vitalität, die Lebenskraft, die Agilität. Viele Menschen haben so trübe, träge, traurige Augen. Und dann sieht man oft auch, wie das Leben ist. Und wenn man sich innerlich ändert, dann verändert sich der Glanz der Augen. Weil man alles so in einem anderen Licht sieht. Nicht nur alles positiv, das gibt es nicht, sondern ja, man guckt halt dahinter und sieht, dunkle Zeiten kommen entgegen, aber man sieht dann dahinter das Licht. Und dann macht einem das nicht viel aus.
Oder man sagt, ja, da gehen wir durch und dann irgendwann ist rum und alles wird wieder besser. Hingucken. Die Augen sind ja auch ein Spiegel der Seele. Gut, könnte man auch die Zunge nehmen und andere Dinge, die Haut. Ja, eigentlich ist alles aufgrund reflektorischer Beziehungen ein Spiegel. Könnte man überall reingucken, in die Ohren, an die Ohren, in die Augen, in die Zunge, die Zähne und ja, überall hin. Aber die Augen sind schon mal so ein wichtiges Objekt, wo man ganz viel sieht. Und die Augen kann man auch nicht verstellen. Ich weiß nicht, vielleicht gute Schauspieler. Aber in den Augen sieht man sofort, was so los ist oder wie derjenige so drauf ist. Kann man nicht so verstellen. Ja, hingucken, hinsehen. Darum geht es eben im Yoga, hinter die Kulissen. Wir haben also grobstoffliche Augen, wo wir die materielle Welt sehen, die Farben sehen, die Strukturen sehen und eben auch die feinstofflichen Augen. Und so kann es immer sein, muss man dran denken, wenn man so vielleicht eine grausame Tat mit ansehen musste, dass man dann Sehstörungen bekommt. Oder man hat einen schweren Unfall gesehen und plötzlich wird man blind oder sieht nicht mehr richtig. Und so haben die Augen auch sehr viel mit der Psyche zu tun. Ja. Und wenn man anfängt, hinter die Kulissen zu schauen, dann könnte man vielleicht mehrere Erkrankungen, Probleme mit den Augen lösen. Auch so Geschichten wie häufig entzündete Augen, gerötete Augen. Das kann auch auf der seelischen Ebene kommen, aber auch aufgrund von Entzündungen natürlich. Aber Entzündungen können ja auch seelisch sein. Was reibt mich denn in meinem Leben so auf? Und so hat diese Augenerkrankung wieder einen Sinn. Und man könnte eigentlich hinter jeder Erkrankung immer schauen, was hat es für einen Sinn, aber man muss es nicht übertreiben natürlich. Ja, was können wir noch sagen? Die feinstofflichen Augen habe ich schon erwähnt. So kann man eben auch körperliche Augenerkrankungen kriegen, wenn man gewisse Dinge nicht sehen möchte. Ach, ich kann ja nicht richtig gucken. Ich bin ja krank. Ich kann nicht hingucken. Ich kann das nicht erledigen. Ich kann mir das jetzt nicht anschauen. Vielleicht nächstes Jahr und so weiter. Viele Ärzte natürlich, wenn die nichts finden. Wenn man nur in Anführungszeichen schlechter sieht, kriegt man eine Sehhilfe. Aber die Augen werden nicht beübt, nicht trainiert und der seelische Konflikt, wenn einer dahinter steckt, wird eben auch nicht gelöst. Und dann lässt man es gut sein, jetzt kann ich wieder sehen mit der Sehhilfe, aber man geht nicht weiter, macht keine Übungen für die Augen und so. Ja, und dann gibt es natürlich noch das dritte Auge hier. So wie bei Shiva, das dritte Auge, was für das göttliche Bewusstsein steht oder für den göttlichen Blick. Bei Shiva ist es so, der lässt dieses Auge lieber zu, denn wenn dieses aufgeht, verbrennt es die ganze Erde. Ja, hat mal mit seiner Frau Parvati so gespielt, haben sich geneckt und dann hielt Parvati ihm beide Augen zu. Und dann ist das ganze Universum zusammengefallen in ein tiefes Loch. Und dann hat er sein drittes Auge geöffnet und dann kam ein riesen Feuerstrahl daraus. Ja, und da war Parvati erschreckt. Ja, wenn jetzt der Feuerstrahl da rauskommt, dann brennt auch der Rest des Universums nieder. Ja, und dann hat sie angefangen Musik zu machen und Shiva hat dann seine Trommel genommen und dann haben sie getanzt. Und das Universum ist wieder neu entstanden. So viel zum dritten Auge oder das intuitive Auge. So wie die Tiere so eine Intuition haben, so könnte man auch, wenn man dieses dritte Auge bearbeitet, mehr Bewusstsein hat, könnte man mehr erkennen in der Welt. Nun,
Was kann man machen für die Augen? Ja, die Augen bewegen könnte man. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts und kreisen und andersrum kreisen und diagonal. Nah sehen, auf den Daumen, dann in die Ferne, dann wieder auf den Daumen, in die Ferne und so. Übungen gibt es. Gibt es auch in der Medizin, in der Augenheilkunde viele Augenübungen und Möglichkeiten, die Sehkraft zu verbessern. Und im Yoga macht man auch Augenübungen. Es gibt fünf Augenstellungen, die man in den einzelnen Asanas, Körperstellungen oder anderen Übungen mit einflechtet. Ja, einmal die Augen auf, dann die Augen zu. Dann gibt es die Möglichkeit, die Augen so ein bisschen auf, so wie bei diesen Buddha-Figuren, so ganz ein kleiner, schmaler Grat, wo man da durchguckt. Und dann gibt es halt noch die, wo man zwischen die Augenbrauen schielt und wo man auf die Nasenspitze schaut und gerne eben mit dem Genickverschluss, wenn man nach oben guckt in den Übungen, wie bei der Kobra oder Schlange, dann nimmt man den Blick zwischen die Augenbrauen. Wenn man sich so nach vorne beugt, könnte man auf die Nasenspitze schauen. Das wären die fünf Augenstellungen und diese haben unterschiedliche Effekte. Und jede Augenstellung hat oder aktiviert einen bestimmten Bereich im Gehirn. Diese Stellen im Gehirn, die normal nicht gebraucht werden oder verdeckt oder verstopft oder unbekannt sind, so Dateien im Gehirn, die vielleicht gar nie benutzt werden. Und wenn man diese Augenübung mit einflechtet, aktiviert man bestimmte Bereiche im Gehirn, im Körper natürlich somit auch. Und man erkennt dann vielleicht in den Augenübungen bestimmte Stellen, bestimmte innere Muster, die man dann, wie auch immer, erkennen kann. Und dann löst sich innerlich irgendetwas. Das wären also diese fünf Augenstellungen. Dann gibt es eine Übung, wo man starrt und mit den Augen nicht mehr blinzelt. Das sollte man im Alltag nicht so machen, wenn man sich mit jemandem unterhält. Das macht man dann, wenn man das nicht macht. Sonst kriegen Menschen Angst. Was ist denn das für ein Psycho? Aber im Yoga sind wir ja auch anders. Und starren dann. Dieses Starren reinigt dann die Augen, das nennt man Trataka oder Tratak. Normalerweise schaut man in eine Kerzenflamme, so 1,5 Meter vor einem, direkt hinein, ohne zu blinzeln, so lange wie es geht, bis die Augen tränen. Und das reinigt die Augen, das ist eine Reinigungsübung im Yoga, Tratak oder Trataka. Gerne, wie gesagt, mit so einer Kerzenflamme, aber könnte auch in den Stellungen die Augen auf, nicht blinzeln und dann macht man irgendeine Haltung und bleibt ganz starr mit den Augen. Warum macht man das? Ja, um bestimmte Aktivitäten hervorzurufen. Und natürlich, wenn die Augen ruhig gehalten werden und nicht, kann das gar nicht, immer so hin und her blinzeln, wenn die Augen starr gehalten werden, auf einen Punkt oder auf die Flamme oder in die Leere einfach, um die Augenmuskeln zu entspannen, dann fährt der Geist runter. Das habe ich in einem Video schon mal erklärt, wie das zusammenhängt. Der Herzschlag, der Kreislauf hängt mit der Atmung zusammen. Die Atmung mit den Augen und das Herz natürlich auch mit den Augen und das Ganze hängt mit dem Denken zusammen. Wenn man eins, den Herzschlag, die Atemfrequenz oder die Augen ruhig stellt oder runterfährt, dann geht auch der Geist in die Ruhe hinein. Könnte man eine Übung einfach nach vorne gucken, starren mit den Augen und so zur Ruhe kommen.
Und da kommt der Geist in die Ruhe hinein. Ja. Und diese Fünf-Augen-Übung kann man gut mit einflechten und dann könnte man jeden Tag, man fängt dann vielleicht mit 1-2 Minuten an, diese Trataka-Übung in die Kerzenflamme zum Beispiel. Und dann könnte man das ausbauen auf 5, 10, 15 Minuten, wo man dann nur etwas tut, um die Augen zu stärken. Und allein das ist schon wie eine Meditation, wie eine Konzentration. Und danach ist man so richtig relaxed. Denn auch in den Augenmuskeln können sich, wie auch in diesem Trapezmuskel oder in allen anderen Muskeln, Stresssymptome sowie Einnisten reinfressen. Und wenn irgendwelche Stressmuster, vielleicht hat man irgendetwas gesehen, was nicht gut war, hat dann die Augen verschlossen oder diese Position, ich habe vielleicht nach unten geschaut und dann wird diese Augenposition sowie blockiert und dann kann man da nicht mehr hinschauen. Und immer wenn man da runterschauen muss, warum auch immer, Schuhe zu binden zum Beispiel, dann nimmt man den Kopf mit, weil man gar nicht mehr mit den Augen diese Stellung machen kann. Und die Augenmuskeln sind auch sehr empfindlich, sind Muskeln und die spannen sich auch bei Stress zum Beispiel an. Und auch diese Augenstellung haben wir, weiß man aus der Kinesiologie, was mit so verschiedenen Bereichen des Menschen zu tun, so visuell erinnern, das schaut man so nach oben zum Beispiel oder nach unten, das Körpergefühl. Und so hängen diese Augenstellungen auch mit vielen Dingen zusammen. Gut, aber bleiben wir mal beim Yoga. Ja, man schaut also hin, kann sein Leben aber erst dann ändern, wenn man es gesehen hat. Wenn man das Problem nicht gesehen hat, kann man nichts ändern, weil man weiß ja nicht was. Und auch in der Bhagavad Gita, in der Bibel sozusagen, der Yogis, der Hindus, ist ein Teilnehmer oder Akteur, der Dhritarashtra, der Vater sozusagen der bösen Partei, die gegen die Guten kämpfen. Dieser König ist blind. Er konnte anfangs kein König werden, weil er blind war. Und so wurde sein Bruder, der jünger war, der Pandu, König. Der ist dann früh gestorben und so wurde wieder Dhritarashtra erstmal König, bis seine Kinder alt genug waren, König zu werden. Und dieser war blind. Und so gibt es Menschen, die sind blind, gucken nicht hin, was wirklich Sache ist, können so die Themen des Lebens nicht ergründen, weil sie nicht offen sind mit den Augen für die Thematik. Und ja, vielleicht nennt man das auch Gutgläubigkeit, na, der wird schon recht haben, na, der wird schon gut meinen und man sieht nicht, dass das eben nicht so ist. Ja, und wenn man nicht richtig hinguckt ins Leben, dann geht das Leben in eine Richtung, die vielleicht nicht so gut ist, nicht so angenehm. Und dann muss man ja, das Leid ertragen, bis man lernt, wie auch immer, hinzugucken, um schlussendlich zu erkennen. Und dann kann man nach Lösungen suchen und das Leben eben verändern. Ja, so kann man in der ganzen Yoga-Praxis, Trataka muss man extra machen, aber die Augenstellungen kann man immer mit einflechten, um eine Übung im Yoga intensiver zu machen. Wenn ich den Blick starr halte, auf die Nasenspitze schaue, oder wenn ich mich nach hinten beuge und zwischen die Augenbrauen schaue und so den Zug vom Körper her erhöhe, dann kommt mehr Energy rüber sozusagen. Was ist noch gut im Yoga für die Augen? Das ist zum Beispiel der Pfau.
sehr gut für die Augen, der Skorpion ist sehr gut für die Augen. Allerdings sind diese Übungen nicht immer so einfach. Wer so Probleme hat mit den Augen, wie gesagt, die Trataka-Übung ist sehr gut, wenn man jetzt keine Kerze zur Hand hat, im Alltag, man möchte mal Pause machen, setzt sich einfach auf die Parkbank und lässt den Blick einfach ins Leere laufen. Ohne Konzentration auf irgendetwas, sondern einfach alles entspannen, nichts fokussieren, sondern einfach den Blick weit laufen lassen. Das wären so einfache, simple Übungen, die man tun kann. Natürlich auch diese Übungen, hoch, runter schauen, links, rechts, wie ein Training. Aber im Yoga hat es noch mehr mit Energie, mit Feinstofflichkeit zu tun, mit bewusster Konzentration und eben auch mit der Verbindung der Gedankenruhe. Und wenn man die Augen ruhig stellt, geübt auf diese Art und Weise, wird der Geist ruhig und plötzlich, wenn man nicht denkt und nicht versucht, seine inneren Themen runterzudrücken, das geht nur mit dem Denken, dann kommen plötzlich Informationen aus dem Körper nach oben. Hey, ich will dir was sagen. Guck mal hin. Und es geht, wie gesagt, nur in der Ruhe des Geistes. Und die Augen ist ein Mittel eben, um den Geist angenehm zur Ruhe zu bringen. Ja, ich habe bestimmt wieder was vergessen. Da gibt es immer viel zu sagen. Ist ja auch kein wissenschaftliches Video. Aber ich denke, sind viele Informationen rübergekommen. Kannst du nur empfehlen, diese Übungen zu machen. Die sind super gut. Auch die Nete-Übung ist übrigens gut für die Augen. Die Nete-Übung, vielleicht erkläre ich es nochmal kurz, ist die Nasenwäsche, wo man nicht nur mit diesem Kännchen die Nase durchspült, das ist so der zweite Part erst, sondern so zwei Baumwollschnüre nimmt, die auf einer Hälfte mit Bienenwachs versehen sind. Die schiebt man sich durch die Nase, erst durch das eine, dann durch das andere. Man beginnt mit dem Nasenloch, was offen ist, was mehr offen ist wie das andere. Und dann holt man sie aus dem Mund raus und zieht sie dann 5-6 Mal hin und her. Zieht sie aus dem Mund raus, dann spült man das Kännchen aus, das Wasser durch die Nase, die eine Hälfte links durch, die andere Hälfte rechts durch. Und dann pustet man das Wasser mit dieser Blasebalgatmung wieder raus. Und durch die Schnüre, und das ist das Wichtige, auch durch das Wasser passiert das natürlich und durch das Pusten, aber mit den Schnüren am besten aktiviert man ein Energiezentrum an der Nasenwurzel von innen. Kann man nicht da hier draufdrücken, das bringt nichts, sondern von innen. Und dieses Energiezentrum schickt dann Energie in den ganzen Kopf, in die Augen, in die Nase, in den Mund, bis zur Schilddrüse und aktiviert alles da oben. Und wenn man diese Nähübung macht, besonders mit den Schnüren, dann kriegt man so wie ein Bzzzt, eine Öffnung von ja, diesem dritten Auge oder die Energie schwappt über. Und dann merkt man auch, oder man sieht es auch im Spiegel dann, wie die Augen so offen sind, so. Dann erkennt man besser, man hört besser, man riecht besser, man schmeckt besser. Und mit dieser Nähübung, man macht zwar was mit der Nase, aber es aktiviert eben auch die Augen. Man sagt, Nähe aktiviert, reguliert alles oberhalb der Schlüsselbeine. Und da gehören die Augen eben auch dazu. Nun, das war's mal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Könnt gerne meinen Kanal abonnieren, dann seid ihr mal auf dem Laufenden für weitere und neue Videos. Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns bald. Tschüss.